Weltraumgalerie, das wusste ich längere Zeit auch nicht, aber jetzt weiß ich das. Nämlich, die Freiraumgalerie ist in einem Viertel, was damals ziemlich vereinsamt war. Und das versuchen jetzt Künstler wiederzubeleben durch die Street-Art-Kunst. Das heißt, sie bemalen Häuser und Wände. Die Freiraumgalerie ist dahingehend spannend, weil sie von Anfang an einen Ansatz hatte, der immer ein enges Verweben von Stadtplanung, Stadtentwicklung und urbaner Kunst bedeutete. Und vor dem Hintergrund ist es uns auch sehr wichtig, was die Kollegen dort machen. Und es sind ja eben dahingehend Kollegen, weil es nicht nur Künstler sind, sondern eben halt auch Stadt- und Raumplaner, die dort tätig sind. Und diese Partizipationsprozesse, also diese Beteiligung der dort ansässigen Bevölkerung, auch einen unglaublich starken Rückhalt geben im Quartier. Also es geht nicht nur rein um Kunst und dass Touristenbusse durchfahren, sondern es geht immer darum, auch das ganze Quartier zu entwickeln und voranzubringen. Und da hat die Freiraumgalerie einen großen Impuls leisten können in den letzten 5 Jahren, den wir nicht nur schätzen, sondern den wir auch intensiv unterstützen wollen. Zur Freiraumgalerie bin ich gekommen über einen meiner besten Freunde, Danilo, der seit Tag 1 Mitglied der Freiraumgalerie ist. Ich habe die Freiraumgalerie immer privat seit ihrem Bestehen begleitet und habe alles mitbekommen und bin jetzt seit 2-3 Jahren, das hat mit dem Studiumswechsel zu tun, festes Mitglied im Team und arbeite sehr gerne in der Freiraumgalerie. Tatsächlich bin ich in dem Sinne gar kein Künstler der Freiraumgalerie. Meine Kollegen sind die Künstler, die hier auch auf dem Gerüst stehen. Ich bin Mitglied im Team der Freiraumgalerie, kümmere mich um Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Und wenn ich Künstler bin, dann bin ich das privat im Graffiti-Bereich. Es gibt eine Diplomarbeit von Hendrik von Busse. Der hat sich überlegt, was ist die leerste Großstadt in Deutschland? Und ist dann in das leerste Viertel gegangen und hat sein Diplom darüber geschrieben, wie urbane Kunst besonders in schrumpfenden Städten positive Effekte haben kann. Mein Name ist Hendrik von Busse. Ich bin Stadtplan und habe in Dortmund studiert und arbeite seit 2012 in der, für die und mit der Freiraumgalerie. Die Freiraumgalerie ist ein Stadtentwicklungsprojekt im vernachlässigten Stadtteil Halle frei im Felde, wo wir versuchen, den gesamten Leerstand mit allen Bewohnern zusammen gemeinsam zu gestalten, um so aufzuzeigen, dass Leerstand und Perspektivlosigkeit oder Funktionslosigkeit auch Potenziale bringen kann für die Bevölkerung und für die Stadtentwicklung. Ja, wie gesagt, haben die sich zum Ziel gesetzt, durch Wandmalerei explizit oder Kunst im öffentlichen Raum einen Stadtteil aufzuleben, ja, aufzubessern, attraktiver zu machen. Und wir möchten die Welt verändern. Wir möchten Stadtentwicklung erlebbarer machen. Wir möchten, dass Menschen mehr in Stadtentwicklung integriert werden oder in ihre Prozesse zumindest darüber informiert werden, damit sie dann die Chance haben, sich selber dagegen zu stellen, wenn sie das wollen. Und wir wollen, dass Städte kreativer aussehen. Also dass gerade hier in Neustadt, muss ich vorstellen, dass es so viele kahle Wände gibt und was das bedeuten würde, wenn man hier 100 Wände malen würde. Das hätte einfach einen unglaublichen Effekt für diese Stadt und die Menschen, die in ihr wohnen. Wir haben tatsächlich einen Verein, um genau das zu tun. Es gibt den Wall & Space e.V., was auch der Träger dieses Kongresses ist und der akquiriert auch Fördermittel. Wer von den Hallensern kennt Halle frei im Felde? In den letzten Jahren oder auch schon Jahre davor? Davor auch schon.
Wie hast du Halle frei im Felde vor, sagen wir mal, 6, 7 Jahren wahrgenommen? Kannst du dich daran erinnern? Nicht mehr so. Ich auch nicht. Ich bin Hallenser, ich bin auch hier im Team, kenne die Freiraumgalerie seit Anfang an, bin seit 1,5 Jahren hier fest im Team, mache hier Öffentlichkeits- und Pressearbeit und bin auch ein Hallenser und habe hier vorher keinen Fuß in das Viertel gesetzt. Ich habe in Halle 2011 eine Diplomarbeit geschrieben über die Chancen von Urban Art, Street Art und Graffiti in schrumpfenden Städten. Weil ich überlegt habe, dass in wachsenden Städten Street Art und Graffiti viel Probleme machen, weil sie die Funktion stören. Aber in schrumpfenden Städten, wo es viele Häuser gibt, die keine Funktion haben, diese Häuser als Leinwand freigegeben werden können und somit mit Street Art und Graffiti positive Impulse gesetzt werden können, um Vierteln wieder neu zu beleben, kreative Menschen anzulocken, zwischenzunutzen. 2010 habe ich nachgeguckt, welches die leerstehendste Großstadt in Deutschland ist. Die Großstadt mit dem höchsten Leerstand war 2010 Halle an der Saale. Deswegen bin ich hierher gezogen, um hier dieses Experiment zu machen. Und innerhalb der Stadt Halle-Saale war das leerstehendste Viertel Halle frei im Felde, mit 60% Leerstand teilweise in den einzelnen Straßen. Insgesamt war das ganze Viertel mit 30% Leerstand befallen. Das ist also der Schlachthof, der war also zu DDR-Zeiten Hauptarbeitgeber für die Leute hier im Viertel. Es gab ganz viel Metzgereien, Fleischereien, Lebensmittelgeschäfte, weiterverarbeitendes Gewerbe. Das war der Grund, warum Leute hierher gezogen sind. Mit der Wende ist dieser Schlachthof in die Brüche gegangen. Das war der Anfang vom Ende. Ganz viele Leute haben hier ihre Jobs verloren, sind weggezogen. Und das Viertel ist halt so runtergekommen geworden, wie wir es quasi hier vor 5 Jahren aufgefunden haben. Während dieser Diplomarbeit habe ich hier viel Feldforschung gemacht. Und nach einem Jahr hat sich eigentlich herausgestellt, nach sehr vielen Gesprächen und sehr vielen Studien, dass es in diesem Stadtteil Halle frei im Felde möglich wäre, zu versuchen, inwiefern wirklich Urban Art in einer schrumpfenden Stadt positiv wirken kann. Außerdem, dieses Viertel liegt relativ zentral am Hauptbahnhof, aber es ist gleichzeitig auch trotzdem isoliert durch die ganzen Gleise. Hier war viel Leerstand. Gleichzeitig gab es hier aber auch von der Stadt keine Pläne. Das war auch wichtig, weil wenn es Pläne von der Stadt gibt, dann müssen sich andere Pläne dem immer unterordnen. Und deswegen haben wir uns dann 2012 entschlossen, mit dem ersten All You Can Paint Festival die Freiraumgalerie einzuweihen und es hier zu versuchen und zu zeigen, inwiefern alle Menschen gemeinsam mit Urban Art eine neue Art der bürgerschaftlichen Stadtentwicklung vorantreiben können. Mit der Freiraumgalerie. Da ist der Henrik von Busse nach Halle gekommen aus Dortmund und hat, glaube ich, seine Diplomarbeit über dieses Thema der Stadtentwicklung mit Hilfe von Kunst im öffentlichen Raum geschrieben und hat eigentlich am Anfang Mitstreiter, Unterstützer und natürlich Künstler gesucht, die mitmachen. Und ja, so fing es so langsam an, bis dann 2012 halt das erste große Festival hier stattfand. Henrik von Busse, und der ist zufällig in eine WG gezogen, wo Ina Treiser gewohnt hat. Und die zwei haben dann mit einem kleinen Team angefangen, ein großes Festival zu planen in dem leersten Viertel von Deutschland. Da habe ich die auch kennengelernt zu dieser Zeit. Und dann haben wir eben im September 2016 ein großes Festival gemacht, um den Leerstand als Potenzial wahrzunehmen und das dann eben künstlerisch zu gestalten. Wir dachten, wir machen eben dieses eine Festival. Inzwischen sind wir aber ein Planungsbüro und bezeichnen die Freiraumgalerie auch als unseren Beruf. Das erste Festival wurde finanziert von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt
und vom Fonds Soziokultur. Später haben wir noch Unterstützung von der Lotto-Stiftung dazu bekommen. Wir haben 2014 das letzte All You Can Paint gemacht, um uns zu etablieren. Nach 2014 war für uns klar, das ist das, was wir jetzt die nächsten Jahre machen wollen. Aber es war auch klar, dass wir uns professionalisieren müssen. Wir konnten nicht mehr alle nur ehrenamtlich arbeiten. Wir haben auch gemerkt, dieses Festival ist ein Spektakel. Das zieht einmal ganz viele Leute an. Aber wenn du wirklich was bewegen willst, brauchst du Kontinuität. Weg vom Spektakel hin zur Alltagskultur. Urbane Kunst versuchen, in der Alltagskultur zu etablieren. Also es war unser Ansatz. Und okay. Wir haben Künstler und Künstlerinnen eingeladen, eben Wände zu gestalten. Quasi mit den wachsenden Aufgaben müssen wir quasi gucken, wie wir uns im Team da aufteilen und wie wir das alles handeln und schaffen es quasi deshalb gar nicht mehr, unsere Herzensangelegenheit zu machen, nämlich so viele wie möglich bunte Wände zu machen. Das heißt, so ein Festival, wie wir es 2012 bis 2014 gemacht haben, dass wir jetzt hier in 2 Wochen richtig viele, 20 Künstler oder so herholen und hier richtig viele Wände als Output haben, die es hier im Viertel immer noch gibt, also es gibt auch noch genug Platz. Das steht auf jeden Fall erstmal ein bisschen aus. Also ich glaube nicht, dass wir das in der Form in den nächsten Jahren hinkriegen werden. Dieses Gefühl und diese Geschichten, die wir damit verbinden und erlebt haben, die dieses Viertel verändert haben, die liegen uns allen am Herzen. Und wir möchten gerne nochmal ein All You Can Paint machen. Wir wissen nicht wann und wie, aber wenn, dann wird es in freiem Felde sein. Und sind gespannt, wann sich das ergibt. Wir versuchen immer, künstlerische Freiheit zu organisieren. Das ist mal schwieriger, mal einfacher. Bei leerstehenden Gebäuden war es sehr viel einfacher. Über leerstehende Gebäude reden Menschen nicht so viel, interessieren sich nicht so viel. Die Hauseigentümer werden das eh später mal sanieren, deswegen war es ihnen nicht wichtig, was draufkommt. Das ist für uns natürlich toll, weil dann können wir Künstlern sagen, was sie wollen. Dieses All You Can Paint Festival oder die mehreren, die stattgefunden haben, waren ja sagen spannende Projekte, wie innerhalb kürzester Zeit sich das Erscheinungsbild von freiem Felde doch merklich geändert hat. Wenn wir über die Ziele der Freiraumgalerie reden, dann sind die Ziele natürlich hauptsächlich auf das Viertel frei im Felde gerichtet. Und da geht es hauptsächlich darum, den Menschen hier zu zeigen, dass Leerstand auch eine Qualität ist, Bildung zu vermitteln, alle Menschen mitmalen zu lassen, künstlerische Bildung zu vermitteln, Workshops zu machen. Es ist ein Ziel, diese ganze Bausubstanz hier, die vernachlässigt ist, zumindest zwischen zu nutzen als Galerie und damit Menschen hierher zu locken, in dieses Viertel, welches ganz lange vernachlässigt war. Ein Ziel ist es also, dieses Image und die Identität dieses Viertels wieder zu steigern und klarzumachen, dass Freiem Felde ein funktionaler Bestandteil der Stadthalle ist, dem auch irgendeine Art von Aufmerksamkeit gebührt. Wir haben hier so ein vernachlässigtes Viertel, so eine Plattform, die besonders ist. Dann wollen wir diese Besonderheit auch ausloten, ausprobieren bis zur Grenze. Kein Künstler musste sich hier an Vorgaben halten. Wenn man hier so eine vernachlässigte Gegend hat, wollen wir wahre Kunst zeigen, die natürlich auch manchmal anstößt. Es entstehen Diskussionen, aber das ist auch gut, dass sich die Menschen im öffentlichen Raum treffen und über solche Bilder diskutieren. Ich glaube, dass die Freiraumgalerie interessant für Halle ist, weil die Freiraumgalerie zeigt, welche Chancen so viel Leerstand auch haben kann. Also Kunst ist ja Kommunikation und in einer Gesellschaft, wo wir halt möglichst an dem anderen interessiert sind,
sollten wir halt eben diese fördern und zusammenkommen. Und Kunst kann halt irgendwelche Fragen aufwerfen oder unterhalten oder zum Nachdenken anregen. Und ein Wandbild kann das eigentlich noch viel mehr als zum Beispiel ein Bild in einer Galerie, wo ja nur ein kleiner Teil oder ein geringer Teil der Gesellschaft überhaupt Zugang hat. Es gibt ganz verschiedene Formen von modernen Wandbildern. Wir haben da mal den Begriff für entwickelt, Neomoralismus. Neomoralismus ist quasi alles, was sich heutzutage dem Medium Wandbild bedient. Das ist freie Kunst, Urban Art, das ist Konzeptkunst, das ist Community Art, wo wirklich Künstler mit den Bewohnern selber an die Wand gehen. Das ist aber auch eine Louis Vuitton oder Spotify Werbung in Berlin an einer riesengroßen Fassade. Es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten, wie heutzutage Wandbilder entstehen und interpretiert werden. Und wir versuchen da eben an verschiedenen Orten verschiedene Facetten zu beizutragen. Natürlich viele verschiedene legale, illegale, subversive Arten von Graffiti, von Street Art, von Urban Art. Und illegales Graffiti lässt sich nicht planen und lässt sich nicht eindämmen. Und was wir tun, ist immer mit den Eigentümern abgesprochen. Selbst wenn wir die verfallensten, leerstehendsten Häuser in freiem Felde gestaltet haben, dann haben wir immer die Eigentümer, Privateigentümer oder genossenschaftliche Eigentümer ausfindig gemacht und die um Erlaubnis gefragt. Es gibt schon viele Menschen, die Lust haben, aktiv in ihrer Stadt was zu machen. In ganz vielen Städten haben sie keine Möglichkeit dazu. Halle Saale wurde lange überhaupt nicht mehr angelaufen von Touristen oder Bewohnern aus der Bundesrepublik. Aber wenn man nach außen hin zeigt, wie kreativ eigentlich dieser Leerstand genutzt werden kann, was für Chancen es gibt, dann kann das auch wieder junge Menschen, auch Ältere, die aber Lust haben, selber was in der Stadt zu machen, wieder hierher ziehen. Es zeigt also, dass so eine schrumpfende Stadt unglaublich viel Innovationspotenzial hat, weil man dieses Experimentierfeld hat, wo man ganz viel ausprobieren kann, egal ob es klappt oder nicht klappt, weil schlimmer kann es nicht werden. Und ich glaube, dieses Innovationspotenzial zu zeigen, das macht die Freiraumgalerie ganz gut und das macht Halle, glaube ich, auch nach außen hin wieder ziemlich attraktiv oder zeigt, okay, die haben Probleme, aber die haben sehr, sehr kreative Wege, damit umzugehen und das ist attraktiv. Bei der Diplomarbeit ging es nur um den Leerstand, um die Inszenierung von Leerstand. Jetzt begreifen wir uns eher als Planungsbüro für kreative Stadtentwicklung, wo Wandgestaltung eine große Rolle spielt, wo aber auch kulturelle Bildung und Beteiligung in der Stadtentwicklung eigentlich so die Säulen sind, in denen wir arbeiten. Wir arbeiten aber auch an internationaler Vernetzung und würden gerne auch an dem Bereich weiter forschen. Ich würde uns in unserer Arbeit auf jeden Fall als frei bezeichnen. Natürlich sind wir in den Projekten, die wir bearbeiten und den Förderern und Sponsoren und Geldgebern, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich an Zielstellungen und Verpflichtungen gebunden. Aber das, was wir hier tun können, in Halle Wände anmalen, nach eigenen Vorstellungen, diese Wandgestaltung vermitteln, viele neue Leute kennenlernen, das ist ein großes Stück Freiheit. Wie unten haben wir dann dieses Cypher erfunden. M zum O, zum M, zum A. Montags Maler, ich sag Moma. Machen wir das an jeden Montag immer wieder klar. Und das ist auch dann so, dass das immer noch keine Lieder waren. Ein großer Teil unserer Arbeit ist tatsächlich moderieren. Also zwischen unterschiedlichen Erwartungen und auch unterschiedlichen Ansätzen und auch Wünschen eben den besten Kompromiss zu finden. Man muss halt Absprachen treffen, man macht Ideenentwürfe, präsentiert die, korrigiert wieder oder passt sich wieder neu an, präsentiert wieder und so. Von der Seite ist die Vorbereitung immer ein relativ langer Prozess. Also eine richtige Zuständigkeit bei uns haben wir da nicht, aber wir unterstützen die Freiraumgalerie als Fachbereich Planen, also für die Stadtplanung und Stadterneuerung zuständiger Fachbereich. Gern und auch intensiv, auch durch sowohl finanziell
über Fördermittel wie eben halt auch personell durch Engagement von Kollegen bei den Umsetzung von Projekten? Ja, wir machen irgendwie alle so ein bisschen alles. Was ich sehr viel mache, ist Künstlerkoordination und Betreuung. Mache aber natürlich, wie alle, arbeiten wir an Stadtentwicklungskonzepten. Also die ganze planerische Arbeit und auch die Beteiligung, die dahinter steckt. Daran arbeiten wir alle. Wir haben von Anfang an versucht, jederzeit allen Bewohnern die Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben. Wir wollten von Anfang an alle einbeziehen. Wir haben also Informationsveranstaltungen gemacht, wo jeder seine Sorgen und seine Ängste zu dem Projekt äußern konnte. Wir haben Workshops gemacht, bei denen Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene aus dem Viertel unentgeltlich, kostenlos die Techniken von Street Art und Graffiti selbst ausprobieren konnten. Wir haben eine Wand gestaltet mit zwei Künstlern aus Berlin. Die haben Passanten befragt, die hier im Viertel wohnen, was sie mit dem Viertel verbinden und gerne auf der Wand sehen würden, und haben so eine Collage erstellt aus Bewohnerwünschen. Das heißt, selbst wenn Bewohner nicht selber mitmalen wollten, weil sie es nicht können, hatten sie die Möglichkeit, an Künstler Wünsche heranzutragen, und diese wurden umgesetzt. Es ist halt immer unterschiedlich, je nachdem, was das für ein Objekt ist, wo es steht, wer da wohnt. Also hier in dem Fall war es ja direkt egal, weil halt niemand drin gewohnt hat. Bei anderen Häusern, wenn jemand eben drin wohnt, muss man sich natürlich mit denen irgendwie unterhalten, dass die letztendlich auch dafür sind, dass ihr Haus angemalt wird. Also wirklich sind Fassadengestalter, die davon leben, die auf die ganze Welt reisen und wirklich eine Hammerfassade nach der nächsten abliefern. Dann haben wir Leute, die aus dem Designbereich kommen, aber noch nie so auf diesem Format gemalt haben. Und das quasi die Königsdisziplin ist eigentlich, wenn Laien und wenn Anwohner selber, die noch nie vorher einen Pinsel in der Hand gehabt haben, zusammen mit professionellen Leuten ihre Fassade gestalten. Also gerade in der Stellungsphase des bürgerschaftlichen Quartierskonzepts konnten die Bürgerinnen und Bürger mit Ball mitmachen. Also darin ging es darum, Beteiligungswerkstätten zu machen, wo die ihre eigenen Wünsche, Ideen und Ängste für das Viertel formuliert haben. Das heißt, es ist also ein Pilotprojekt, wo Stadtentwicklung tatsächlich aus der Bevölkerung selbst heraus passiert. Gestalterisch können sie sich auch einbringen. Es gibt auch Häuser, die tatsächlich von Bewohnerinnen und Bewohnern bemalt sind. Und es gibt legale Hall of Fames, also Wände, wo jeder einfach malen kann. Also ihr auch. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir hier wirkliche Hochkaräter haben. Diese Wand hier ist von Hendrik Beikirch, nennt sich ECB, kommt aus Kassel, glaube ich. Und der ist also jetzt ohne Übertreibung einer der Top 5 Fassadengestalter weltweit. Punkt. Der hat mehrere Bücher rausgebracht, der fährt über die ganze Welt und malt Fassaden, wo die hier mit ihren, keine Ahnung, 15 Metern lächerlich klein dagegen aussieht. Er hat zum Beispiel ein Buch rausgebracht und auf dem Cover ist ein riesengroßes Hochhaus in Shanghai, wo der hingekommen ist und eine Fassade gemalt hat, also wirklich 5-6 Mal so hoch wie die hier. Der malt immer real existierende Personen und mit Vorliebe auch immer ältere Menschen, weil er die Struktur von dem Gesicht sehr mag. Die Geschichte hinter diesem Bild, nicht nur, dass das ein super tolles Bild ist und nicht nur, dass das einer der angenehmsten Künstler war, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der auch noch den geringsten Materialaufwand hatte, also jetzt mal leicht untertrieben, ein Eimer schwarz, ein Eimer weiß, ein Eimer grau und dann ging das Ding los. Die Geschichte hinter dem Porträt ist folgende. Das ist der Vater seines besten Freundes. Und dieser Vater ist trotz hohem Alters noch immer in der ganzen Welt unterwegs und verreist. Und als diese Wand fertiggestellt wurde, hatte dieser Mann, dieser alte Vater, Geburtstag und befand sich gerade auf einem Geburtstagswandertrip in Nepal und hat an seinem Geburtstag per Skype ein Foto bekommen von Hendrik mit Geburtstagswünschen und einem Bild, mit also ein 15 Meter hohes Porträt von ihm in einer Stadt, in der er wahrscheinlich noch nie war. Und das ist quasi die Story dahinter. Deshalb da auch unten die quasi Geburtstagsglückwünsche: May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Also das, was heute noch dein Bestes war, ist morgen dein Schlechtestes, immer weiter, immer höhere Ziele setzen und so weiter und so fort. Aber wenn ich über die Arbeit in der Freiraumgalerie eins gelernt habe, ist, dass man mit viel Ehrenamt, viel Engagement, mit bunter Farbe und mit dem Einbezug von den Anwohnern, von den Leuten, die vor Ort leben und ihren eigenen
Lebensraum gestalten wollen, dass man da ganz, ganz viel erreichen kann. Dass man damit nachhaltig ein Stadtviertel ändern kann, dass man damit nachhaltig ein Stadtbild prägen kann, dass man nachhaltig Leute für ihren Wohnort, für ihr Haus, für ihre Straßenecke oder für Kunst im Allgemeinen begeistern kann. Das ist sehr schön zu sehen. Im gesamten Osten der Stadt, wir befinden uns hier im Osten der Stadt, ist geprägt von Bildern. Weiter hinten gibt es das Industrieareal, da haben wir auch schon große Festivals gemacht. Da sieht man viele lokale und internationale Künstler an Wänden. Wir sind am Hauptbahnhof ganz stark vertreten mit der Gestaltung der riesengroßen Wände, der Unterführungen. Und am Busbahnhof auch. Wir sind mit kleineren Werken im Paulusviertel vertreten und im Medizinerviertel malen wir jetzt gerade zwei große Wände. Das Medizinerviertel ist gleich auf der anderen Seite der Gleise. Wenn man hier rüber guckt, kann man das Bild quasi fast sehen. Jetzt wagen wir den ersten konzentrierten, zielgerichteten Vorstoß nach außen, indem wir anfangen, in Halle Neustadt riesengroße Hochhäuser anzumalen. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Aber der Kern ist der gleiche. Wir versuchen, alle Menschen an der Stadtgestaltung teilhaben zu lassen, indem wir sie in die Wandgestaltung ihrer Immobilien mit einbinden, indem alle zusammen gemeinsam ihr Stadtviertel gestalten. Das ist in Halle Neustadt ein bisschen schwieriger vom Organisationsaufwand, weil es halt nicht so verlassen und vernachlässigt ist wie Freiem Felde. Aber es ist für uns ein guter Schritt, um weiterzukommen und auch zu überlegen, weiter zu testen, wie viel kann jetzt wirklich Streetart und Graffiti in der Stadtentwicklung bewegen? Hat das nur in Freiem Felde funktioniert oder funktioniert das auch in Halle Neustadt? Das Image von Freiem Felde hat sich auf jeden Fall stark verbessert. Früher, ja, ich bin in Halle auch aufgewachsen, war es ein sehr, sehr unbeliebtes Viertel mit einem ganz schlechten Image. Das ist jetzt nicht mehr so. Von daher denke ich, ist es der Bedarf eines Imagewandels auf jeden Fall nicht mehr da. Das wurde quasi bereits getan. Jetzt gilt es eben, die positiven Ansätze und Entwicklungen in nachhaltige, auch bürgerschaftlich orientierte Bahnen zu lenken. Wir haben in Freiem Felde jetzt die letzten 2 Jahre im Auftrag der Stadt Halle ein Quartierskonzept gemacht, ein offizielles Stadtentwicklungskonzept für dieses ganze Gebiet. Wir erleben jetzt auch mit dem Bindeglied eines gemeinsam entwickelten Quartierskonzepts mit den Anwohnern zusammen, dass gerade viele Initiativen auch aus dem anderen aus dem östlichen Bereich der Freienfelder Straße kommen, dass ja wirklich ein tatsächliches Zusammenwachsen stattfindet. Aber insgesamt, glaube ich, wurde diese ganze Freiraumgalerie sehr gut angenommen und hat, glaube ich, auch tatsächlich zu einer Verbesserung hier geführt. Dafür, dass wir gerade noch nicht mal Zeit für ein tatsächliches Marketing haben, ist die Auftragslage, die wir haben, ist das Renommee, was wir über Halles Grenzen hinaus haben, so gut, dass einen das zufrieden machen kann. Ja. Wir bekommen regelmäßig Gestaltungsanfragen. Das geht von der kleinen Bretterwand bis zum Innenbereich einer Schule. Wir haben viel schon mit Bildungs- und Sozialeinrichtungen zusammengearbeitet. Und manche von denen denken nach wie vor, wir würden das umsonst machen. So im Sinne von, sollen sich die Graffiti-Jungs mal austoben.
Dass wir das natürlich nicht umsonst machen, ist klar, weil wir natürlich schauen müssen, wie wir mit unserer Zeit und unseren Ressourcen haushalten. Und wir versuchen da immer natürlich für uns oder für die Künstler, die dann ausführend sind, natürlich ein Honorar mit einzuplanen in den Finanzierungsplan und bekommen da gute Unterstützung. Es wurden ja jetzt hier auch ziemlich viele Häuser saniert, was schön ist, dass jetzt aus Leerstand eben bewohnter Wohnraum wurde. Und, das merken wir auch jetzt, also inzwischen leben über 600 Einwohner mehr in Freienfelde. Das ist für einen Stadtteil, der mit den höchsten Leerstand hatte zuvor, ein sehr positives Zeichen. Also die Freiraumgalerie selber hat das ja versucht zu messen und da eine Recherche begangen und hat gesagt, dass sich das Image des Stadtteils sehr deutlich gewandelt hat. Und es wird eben halt jetzt nicht nur mit negativen Dingen verbunden, sondern eben gerade mit Kunst, Aufbruch und neuen Qualitäten. Man sieht den heutigen Kongress, der international besetzt ist, welche Resonanz die Freiraumgalerie auch außerhalb von Halle hat. Es gibt die ersten Touristenbusse, die tatsächlich dort durchgeführt werden. Und von der Hinsicht her, sag ich mal, ist es quasi ein inzwischen Alleinstellungsmerkmal der Stadt Halle mit der wohl fünftgrößten Freiraumgalerie weltweit, die wir hier in so kurzer Zeit entwickelt haben. Das ist vielleicht auch ein Beispiel, dass es diese Freiräume im wahrsten Sinne des Wortes eben in Halle gibt und dass wir das auch nicht reglementieren, sondern dass wir die positiven Ansätze, die hier für die Stadt entstehen, natürlich auch entsprechend unterstützen. Am Anfang war die Unterstützung gemäßigt. Sie haben es toleriert. Eigentlich will Halle mit Graffiti und Streetart nicht viel zu tun haben. Haben aber gesagt, okay, es ist ein Stadtentwicklungsprojekt, ist sehr sozial. Wir können eh nichts gegen machen. Es gibt kein Geld, es gibt keinen Plan, wir können das nicht mal verhindern. Also tolerieren wir es und gucken zu. Als wir in Freienfelde mit unseren Wandgestaltungen angefangen haben, da war die Stadt am Anfang ein bisschen skeptisch. Ihr holt euch doch die ganzen Sprüher dahin, das wird doch alles zugemalt, das verkommt doch alles. Was wollt ihr mit diesem Leerstand machen? So die Anfangshaltung war ein bisschen abwartend. Seither arbeiten wir aber sehr gut und in einigen Fällen sehr eng mit der Stadt zusammen, mit der Stadtverwaltung, mit dem Planungsamt. Insbesondere. Kann man einfach solche Wände anmalen? Ist das nicht erlaubnispflichtig, genehmigungspflichtig? Aber man kann sagen, nein, in Deutschland ist nicht alles reglementiert und verboten, was man irgendwie nicht kennt. Von der Seite her haben die große Freiheit gehabt. Man war skeptisch, aber diese Haltung ist deutlich überwunden. Ja, wir sind dafür. Und Unterstützung finanzieller Art ist dann natürlich eher seltener. Also es bleibt oft eigentlich an privaten Investoren, sage ich jetzt mal, oder Sponsoren oder ja, oder dass man irgendwie anders Geld akquirieren muss. Dadurch, dass wir nie finanziell von der Stadt abhängig waren, konnten wir immer selber entscheiden, wohin unsere Konzepte und unsere Wandgestaltungen gehen. Wir freuen uns über jeden Menschen, der nach Freienfelde zieht, weil das letztendlich auch der Hintergrund des Projekts war. Also den Leerstand als Potenzial wahrzunehmen, sodass Freienfelde als tolles Viertel wahrgenommen wird. Und klar, es verschwinden zwar auch Wände und da guckt man auch mal mit einem weinenden Auge drauf, weil man viel Energie und auch Geld da reingesteckt hat. Aber inzwischen gestalten wir eben auch viele sanierte Gebäude oder renovierte Gebäude.
Und von daher, nee, also ich finde das überhaupt nicht kontraproduktiv, finde das sehr begrüßenswert. Alle Künstler, die in freiem Felde gemalt haben, wussten, dass ihr Haus gegebenenfalls mal saniert wird und dementsprechend auch das Bild verschwinden kann. Für viele Künstler ist es auch gar nicht so wichtig, weil für die ist das Wichtigste, ein Foto zu haben. Also das Foto ist letztendlich das Endprodukt ihrer Kunst. Genau, natürlich findet es keiner geil, wenn sein Bild verschwindet, aber das war von Anfang an klar kommuniziert. Eigentlich bei jedem Projekt im öffentlichen Raum musst du so ein bisschen Zwischenwege finden. Das eine ist eher freier, bei irgendwelchen Urban Art Festivals oder so kannst du eigentlich auch machen, was du willst. Und sobald es aber wirklich in der Öffentlichkeit steht, musst du auf die eingehen, in irgendeiner Form. Und dann gibt es natürlich Ideen und Wünsche von Bewohnern und Bewohnerinnen, die nicht unbedingt die gleichen sind wie die der Verwaltung. Manche sind auch nicht realisierbar und so weiter. Also von daher, ich kann da jetzt relativ schwierig konkret drauf antworten, aber was ich sagen kann, dass Menschen sehr unterschiedlich sind, dementsprechend sehr unterschiedliche Erwartungen haben. Und da wir sehr viel im öffentlichen Raum sind, wo halt viel offensichtlich gestaltet wird, liegt es an uns, das eben, ich sag mal, so nett wie möglich zu kommunizieren. Und, ja klar, gerade am Anfang haben sich viele darunter nichts vorstellen können, hatten Angst, dass jetzt quasi in dieses leerstehende Viertel mit schlechtem Image noch Graffiti-Leute kommen und alles anmalen. Aber umso länger wir dort gearbeitet haben, umso mehr ja, Identifikation gab es auch, weil wir bei der Künstlerauswahl haben wir nie darauf geachtet, dass wir nur Leute einladen, die uns gefallen, sondern wir haben immer darauf geachtet, dass es eine Vielfalt gibt, sodass für jeden was dabei ist. Und wenn eine ältere Dame was gegen Graffiti hat, findet sie dann doch aber irgendeine Wandmalerei, die sie total toll findet. Und dadurch akzeptiert sie auch das, was sie nicht mag, eher. Wenn Kinder mitmalen, finden sofort Erwachsene, Großeltern, lieben auf einmal Graffiti, holen ihre Freunde dazu, sagen, hat mein Sohn gemalt, ist total toll. Es ist also wichtig, viele Leute mitzunehmen und so kann man ganz viele Vorurteile umkehren. Erstmal das Vorurteil, dass Leerstand immer nur Probleme macht und auch das Vorurteil, dass Graffiti immer nur Probleme macht. Kunst liegt im Auge des Betrachters und der Künstler spielt natürlich damit, dass der Betrachter das Motiv, je nachdem, in welcher Stimmung er ist, aus welcher Position er kommt, unterschiedlich interpretiert. Und seit 2014 können wir eigentlich sagen, dass die Stadthalle jetzt auch bei uns im Boot sitzt. Wir haben immer Ansprechpartner. Sie helfen uns, wenn es Tipps gibt bei Finanzierung. Wir haben einfache Wege für Genehmigung. Also die Stadt selber gibt uns kein Geld, aber sie zeigt uns, wo man Geld beantragen kann und sie hilft uns, alle Genehmigungen zu erleichtern. Zum Teil durch Aufträge. Also wenn wir von der Stadt, von Eigentümern, von Schulen, sozialen Trägern eben Aufträge bekommen oder durch selbst initiierte Projektarbeit, also wo wir Konzepte schreiben und Gelder beantragen. Natürlich sind wir alle irgendwo davon abhängig, dass wir mit dem, was wir tun, Geld verdienen wollen und einer Leidenschaft nachgehen wollen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiberuflichkeit und einem finanziellen Druck, den hat jeder. Den haben wir so wie jeder andere auch. Aber das, was wir tun, ist von einem großen Grad an Freiheit gekennzeichnet. Zum Beispiel ist es so, dass gerade die älteren Leute sich sehr darüber freuen. Das liegt zum Teil daran, dass sie das gewohnt sind, aus der Vergangenheit, denn in der DDR wurde in Neustadt eben wesentlich mehr Kunst gemacht oder platziert als heute. Plus, dass die kahlen Wände einfach offensichtlich für alle und das greifen vielleicht dann auch eher ältere Menschen noch besser, langweilig sind und einfach städtebaulich total Panne. Und wenn man sich überlegt, dass also eine Wand mit Kunstwerk kommt, was für alle sichtbar ist, es ist kein Generationsding. Also klar, so Graffiti-Workshops und Graffiti-Wände, das interessiert eher die Jugend. Aber da wir eben sehr, sehr viele verschiedene Sachen machen, ist die Identifikation oder die Freude über Wände eben auch bei älteren Leuten da. Und hier in Neustadt zum Beispiel bin ich sehr froh über den Bauverein Halle Leuna, weil die von sich aus auch das Potenzial verstanden haben und uns da eben auch die erste Fassade letztes Jahr ermöglicht haben. Was auf jeden Fall auch mutig ist, als erste Genossenschaft das zu tun. Wir sind inzwischen ein Planungsbüro, sehen uns sozusagen auch als Kollektiv, das planerisch arbeitet und Kunst als ein Teil ihrer Arbeit versteht. Kunst spielt in mehreren Quartieren der HWG eine Rolle.
Also am Landrhein haben wir etwas von Moritz Götzer. Wir haben im Reilshof verschiedene Plastiken. Wir haben ganz aktuell zwei Projekte mit der Burg Giebichenstein. Bezogen auf die Vossstraße, also auf das Quartier Vossstraße, gibt es da eine Zweiteilung. Die Vossstraße 6 und 8 wird dieses Jahr realisiert. Ganz konkret im Anschluss an die energetische Sanierung. Das heißt, die Freiraumgalerie arbeitet zwischen August und Oktober, November an den beiden Häusern. Und der zweite Teil, das ist dann die Vossstraße 13 und 14, wird in den gleichen Monaten im kommenden Jahr realisiert. Das heißt, das Gesamtkunstwerk in der Vossstraße wird Ende 2019 dann fertig sein. Man muss auch wissen, dass das Projekt nicht losgelöst von anderen Sachen im Moment durchgeführt wird, sondern es ist sozusagen die Fortführung einer energetischen Sanierung der Häuser. Das bedeutet, im Frühjahr diesen Jahres haben Bauarbeiten begonnen und laufen im Moment aus. Gerüste wurden an die Häuser gestellt, Dämmung wurde zum Beispiel angebracht. Das heißt, unsere Mieter sind schon daran gewöhnt, dass um sie herum für sie fremde Leute aktiv sind. Kunst ist aus unserer Sicht etwas Identitätsstiftendes für ein Quartier. Und genau unter dieser Prämisse ist auch diese Zusammenarbeit mit der Freiraumgalerie zustande gekommen. Das heißt, dieses in der Innenstadt liegende Quartier wollen wir nicht nur für die Bewohner attraktiver machen, sondern auch die Wahrnehmung anders darstellen in der Öffentlichkeit. Immerhin geht es ja um die Gestaltung von 4 Hauseingängen. Das sind 172 Wohneinheiten. Also sind schon einige Mieter sozusagen involviert in die ganze Sache und die haben wir frühzeitig informiert über das Projekt. Bisher haben wir eher positive Rückmeldungen von unseren Mietern bekommen, die sich einfach freuen, dass ihre Häuser jetzt schöner dargestellt werden. Als wir in Freienfelde angefangen haben, war am Anfang die Stimmung unter den Einwohnern ein bisschen problematisch. Manche fühlten sich durch den Lärm belästigt, den wir bei den Urban Art Festivals veranstaltet haben, oder durch den Trubel, der durch die Wandgestaltung passierte. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer sehr gute, auch hier sehr gute Erfahrungen mit den Anwohnern, die Wandbilder aufnehmen. War es ja im Grunde genommen nur ein Projekt und man hat noch nichts gesehen. Man war überrascht, man muss es dann auch vielleicht ein bisschen experimentell aushalten. Also Experimente können auch schief gehen. Aber zum einen jetzt die Bilder und die Kunst, die sehr überzeugt. Also wir haben auch schon sehr hochrangige Besucher bis zur Bundesumwelt- und Bauministerin durch Freienfelde geführt, die auch sehr angetan war. Zeigt sich jetzt, dass quasi mit einem nachhaltigen Gedanken dahinter wirklich nochmal auch diese Partizipationsprozesse in Gang zu setzen und darauf aufzubauen für dieses bürgerschaftliche Quartierskonzept, also wirklich eine Idee für die Zukunft dieses Quartiers von unten aus der Bürgerschaft zu entwickeln, ohne große Vorgaben durch die Verwaltung oder durch andere Bereiche, dass wir damit eine Nachhaltigkeit schaffen, die uns hilft, dass wir dort auch eine selbsttragende, positive Entwicklung verstetigen können. Was halten Sie von den Street Arts, die ja gemalt sind? Also ich finde die gut. Haben Sie irgendein besonderes Lieblingswerk, was hier in der Nähe gemalt wurde? Also mir gefällt ja eigentlich das da drüben ganz gut. Ich weiß nicht, ob das da drüben, aber es ist schön wohnen. Ich hole meinen Enkel hier ab und zu ab und dann habe ich da drüben öfters geparkt und da fand ich das irgendwie vom Anblick her so richtig schön. Gefällt Ihnen hier das, was die Künstler aus der Stadt gemacht haben? Ja, finde ich schon ziemlich cool. Das ist einzigartig. Und zwar ganz am Ende der Straße, an der Ecke, rechte Seite, wenn man zum Eismann geht, diese Bienenwaben, die finde ich ganz besonders toll. Und hier in einer der Seitenstraßen, da ist so eine, ich sag mal, ein Märchen oder sowas ähnliches.
dargestellt. Ja, das müsst ihr euch mal anschauen. Sieht ziemlich cool aus. Ich finde eigentlich ja alles sehr, sehr schön. Ich mache auch gerade Graffiti und das macht mir eigentlich viel Spaß, aber das finde ich sehr schwierig. Aber hier an dieser Straße finde ich alles sehr schön, sehr künstlerisch. Ganz da, wenn du so lang gehst, läufst und dann da rechts mit so vielen Tieren gibt es ein Graffiti, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass die Wände hier verbessert werden oder verschönert werden durch Projekte. Einerseits finde ich es gut, weil dann kriegen auch die Wände mal auch ein bisschen mehr Farbe und sieht nicht mehr alles so schlicht aus, aber die andere Seite ist so, ob auch die Leute das ja auch alles wollen hier, die wohnen oder die nicht wohnen. Weil immer die alten Menschen, sage ich jetzt mal, die sind da immer kritisch in dieser Sache hin. Deswegen, ich bin in der Sache eigentlich neutral eingestellt, hat er gesagt. Also ich finde es, wenn es frisch gemacht wird und so aussieht, finde ich es besser, als wenn es danach wieder mit irgendwelchen Wandbildern verziert wird. Bei den Altbauten, zum Beispiel Landsberger Straße und so, da finde ich es ganz gut, dass sich ja in Jahren, in den nächsten Jahren nicht viel tun wird, um die zu renovieren, sage ich mal. Aber bei Neubauten, finde ich, soll das so belassen werden. Die Stadt wird immer schöner durch die Neubauten, die jetzt rekonstruiert werden. Das ist doch auch wunderbar für die Leute. Ja. Ja, werden viele zufriedene Mieter sind. Ja. Wir wohnen im Königsviertel, wir haben es wunderbar dort. Okay, danke ja. Schön. Also das, was wir bei unserer Arbeit und den Umfragen mitkriegen, ist, dass eine ganz, ganz große Mehrheit der Leute, der Anwohner, der Stadtbevölkerung sagt, bunt ist besser als grau. Insofern gibt es eigentlich viele, die sehen Wandgestaltung positiv gegenübergestimmt sind.